Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zum Kopfschmerz, Bücherlese, gebrochener Arm, Jule meckert mit Jones rum, Simulator 2023. Mecker gar nicht. Doch, du meckerst die ganze Zeit mit mir rum. Mach dies, mach jenes. Immer. Ja, du, ja, das ist so. Hä? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, es leckt mir am Poppes. So, ich brauche hier noch ein paar Rohre. So. Mann, jetzt müsste ich doch noch so einen Tausammler bauen können. Sehr schön, wunderbar. Haben wir sogar noch ein bisschen Plastik übrig hier, 50 Stück. Eins ist auch in dieser Kiste noch unten, ne? In der Kiste? Das hatte ich irgendwie gerade noch gefunden. In der Kiste unten? Was? Wo? Ja, die ganz linke Kiste, ganz unten. Ein einziges Plastik war da drin. Hier oben in der linken Kiste, meinst du? Da habe ich die anderen jetzt dabei geschmissen. Wir kriegen Besuch. Oh, oh, hau ihn um. Es ist mehr als einer, glaube ich. Ach, die Paxe. Ja, ja. Erstmal komme ich hier gleich die Treppe runter, weil ich so fett bin. Das hast du gesagt. Ups. Was habe ich denn hier noch für Bücher? Knife Guy. Verbessert die Fertigkeit. Das habe ich schon gelesen. Eins. Ja, dann, und was habe ich hier noch? Wenn man Get Hammered, das Vorschlaghammer, das lese ich einfach so. Das Knife Guy schmeiße ich dir dann hier raus. Wo bist du denn hin? In unten, den Tommy gemacht. Leg's einfach in der Kiste. Ist mir einfacher dann. Nee, ich hab's jetzt in der Tasche und ich bin sowieso schon halb auf dem Weg nach unten. Ja, leg's in die Händlerkiste. Wolltest du dich nicht erstmal heilen und essen und alles? Nein, jetzt baue ich das Ding hier auf. So, jetzt haben wir schon 4 von den Wassersammlern. So langsam wird es ja hier. So langsam wird es. So, dann repariere ich das nochmal. Oh. Sieht doch schon einigermaßen brauchbar aus, das hier. Was wir hier fabrizieren. Lebensspender sind da. Das sind keine Wassersammler, das sind Lebensspender. Ja, irgendwie schon. Ja, ist doch wahr, ey. Hast du eigentlich die Blumen gegossen? Nö. Okay. Dann eben nicht. Sollte ich die gießen? Ja. Du, die Woche bist du doch dran mit Gießen. Ach so, na gut. Na, dann mache ich das bei Gelegenheit. Ich mache die Woche die Post und du machst Blumengießen. Ach so, okay. Ja. So, was wollte ich machen? Ich wollte mich heilen, genau. Ich nehme mal eine Kopfschmerztablette. Wir haben doch keinen Splint. Dann bau doch einen. Wir haben alles dafür da. Ja, was braucht man da? Klebeband und noch irgendwas, ne? Eisenbahren. Schiene. Stofffetzen, Holz und Klebeband. Oh, okay. Hä, kein Eisen? Ach nee, ist auch für Ding. So, zack, benutzen. Schon geht es mir wesentlich besser. 57 Plastik hätten wir da. Da sind noch 4 Wasser. Ach, da kommt ja auch Tee raus. Ja, ich produziere gerade vor. Ja, das ist gut. Haben wir denn hier noch irgendwie was zum Mampfen? Produziere ich auch gerade vor. Wenn nicht, bricht das eine ab. Wo kommt denn Wasser überhaupt hin? In die Essenskiste mit rein noch? Momentan noch in die Essenskiste, weil wir so wenig davon haben. Ja, ich trinke jetzt erstmal einen Tee. Und ja, schauen wir mal. So, dann lege ich dir das Knife Guy in die Händlerkiste und nehme mir die Sachen raus. Wieso liegt denn das verkohlte Wildbret in der Händlerkiste drin? Weil das nur Wasser abzieht und es aber nicht wirklich weiterhilft. Ach so. Dann verkaufen wir das haben, halt. Genau, wir haben Essen, was uns eher Wasser gibt oder kein Wasser abzieht. Hätte ja können sein. Dann gehe ich mal gerade mal zur Händlerin. Also diese lilanen Säcke immer abbauen, die bringen Nitrat. Sehen aus wie Düngersäcke. Okay. Ja, ist oder vielleicht, Zementsäcke. Ist vielleicht auch Dünger, ne? Ja, auf jeden Fall immer abbauen. Brauchen das. Du bist durstig. Ich hab doch gerade einen Tee getrunken.
trinke ich ja, halt. Aber wenn du da nichts mehr hast an Leiste, noch, ja, nix, nein, die ist halb voll. Trotzdem keuscht ja, er hier rum, als würde die Welt untergehen. Ich sag ja, halb voll, das ist nix. Well, aren't you a sight for sore eyes? Nicht die Alpha 20. What can I get you? Jetons haben wir jetzt. Okay. Kein Forger Headbook. Scrapping for Fun hat sie nochmal da. Wo sind denn? Ach, die sind da drin. Medical Journal. Okay. Naja. Thank you so much. So, dann nehme ich mal noch eine Quest an, wa? Ja. Yep. Beseitige Zombies. 433 Meter. Mushroom Mining and Co. Hurry back soon, and I'll have a nice reward. Oh, klingt doch gut. So, habe ich dir auch direkt geteilt. Wollen wir uns da treffen? Warte mal kurz. Ja, gleich. 1, 2, fehlt. Lehm, wir brauchen unbedingt Lehm. Naja. Dann Schaufel bauen, Lehm buddeln. Was kann ich denn überhaupt? Steinaxt. Welche Stufe hatten die? Die sind immer noch gelb. Okay. Ach du Scheiße. Ja, die Quest ist ein bisschen außerhalb. Ich gehe schon mal los, ne? Mhm. Hast du genug zu essen und zu trinken mit? Ich habe nur noch einen Tee. Ich habe gar nichts zu essen, weil auch nichts daheim war zu essen. Vielleicht kurz warten und wie es was zu essen und zu trinken mitnehmen. Wie ist irgendwas hier? Moment. Er kocht halt ultra langsam, weil das nicht geskillt ist. Ja. Hauptsache, es regnet wieder hier. Es regnet und der Tauwassersammler braucht einen Tag, um eine Flasche Wasser voll zu machen. Das ist klar, das ist ja nicht mal eine ganze Flasche und die haben 20% Nässe im Haus. Ja, das ist toll. Das ist echt toll. Und mal einen Dachdecker rufen bei Gelegenheit. Wäre mal eine Idee. So, warte, ich warte jetzt noch ab, bis einmal Speck mit Eier rausgekommen ist, dann komme ich zu dir. Jo. Und bring noch ein bisschen Tee mit, wenn es geht. Wenn da noch was da ist. Hm? Ja. Ja, hätte ja können sein, dass da noch was da ist. Der Produkt. Ich bin die ganze Zeit schon am Kochen, aber das ist so lahm. Der braucht teilweise hier 30, 40 Sekunden für einen Tee. Okay. Ja. Und dann kommen noch 30, 40 Sekunden Eier und Speck dazu. So, ich war irgendwie 3-4 Minuten unterwegs. Was kam raus? Ein Tee. Wow. Ich esse einfach rohe Eier aus Vogelnestern. Kann man das? Ja, sicher. Giftet man sich da nicht? Nö. Gibt 5 Nahrung. Okay. Okay, ich komm zu dir. Moment, ich mach hier mal zu. Mach hier zu. Und lauf zu dir. Ich nehme mal die Quest. Oh, schon da. Mhm. Dead Chantal. Also ich meine, wir haben ja jetzt keine Mods drauf, ne? Also gibt's ja. Ich weiß gar nicht, ob es schon eine Mod gibt oder so, aber genau, wir spielen Vanilla. Mich wundert, dass dann doch so relativ viele Eier in den Nestern drin sind, ne? Ja, wir haben wirklich sehr viele. Da haben sie echt, das haben sie wieder geändert. Ja. Und dass auch viele Nester wieder nebeneinander liegen, so. Also wie oft ich manchmal 2, 3 nebeneinander habe, wo ich mich kaum drehen muss. Und mir denke, gut, okay, ja, nehme ich mit. Wenn es so einfach gemacht wird und da dann teilweise 2 Eier drin sind. Ja, klar. Ja.
mal, kann das sein, dass ich mich doppelt höre? Wenn ich was mampfe, dann höre ich das Mampfgeräusch aus deinem Mikro. Aber ich sag nichts. Oder klingt das einfach nur so scheiße? Das klingt vielleicht scheiße, aber ich das löst auch nicht aus. Ganz, warte mal, sei mal gerade ganz still. Das ist so, dieses Kaugeräusch, das klingt irgendwie, als wäre das selbst aufgenommen in der Küche mit ganz viel Raumhall. Das klingt richtig scheiße, ey. Okay. Musst du mal drauf achten. Musst du mal irgendwie was essen und dann mal drauf achten. Brauchst du denn noch was zu essen? Mit dem hier. Na, ich hab den gerade abgeschossen. Ach, der hat ein Bein verloren. Ich wollte gerade sagen, wieso hüpfst du der so komisch? So, wollen wir das hier doppelt... Brauchst du jetzt was zu essen oder zu trinken noch? Ich bin jetzt halb voll. Okay, also ja. Essen, trinken, bitte vollfüllen. Na dann. Dafür höre ich es nicht mehr. Das hat man sonst bei anderen immer gehört, wenn die gegessen haben und getrunken. Lass das Ding hier mal doppelt looten. Hier gibt es bestimmt Pilzsporen. Oh, Kürbiskern habe ich gefunden. Oh, geil, ich kann Kürbiskuchen auch machen. Und da ist dieser lila Sack, der ist wichtig. Ich habe gar keine Schaufel, ich müsste mir mal eine Schaufel bauen. Mhm. Oh, scheiße, mir fehlt irgendwas. Pflanzenfasern. Ich habe auch keine. Mach, ich baue dir auch mal eine bessere Schaufel. Komm mal her. Ja. Danke. Nice. Ha. Das ist ja toll. So, was ist das hier für eine schicke Laterne? Hübsch, ne? Die voll das warme Licht. Schade, dass man die so nicht einsammeln kann. Nö. Na, gib, guck mal hier. Gibt ein Öl. Gibt zwei Pilze schon mal, wenn ich hier so ein Ding hier wegkloppe. Ja, nice. Hier stehen überall Pilze. Geil. Ey, alles voll hier. Müsste auch noch was sein an dem Wasser, wenn da Wasser ist. Was ist diese Höhle? Hier ist alles voll mit Pilzen. Na dann. Pilze! Alter, wo kommst du denn her? Genau, so. Sehr schön. So. Wie viel kommt da bei dir raus? Einer. Ja, bei mir kommt Skill. Bei mir kommen zwei raus. Dann nehme ich das Nitrat mit. Mach das. Bist du jetzt unser kleiner grüner Daumen? Ja, genau. So. Hier steht auch noch was rum. Gut. Dann geht's hier weiter, oder was? Och ey, hier ist ja alles voll mit Pilzen, ist ja krass. Guck, wir machen hier jetzt ein Trinkspiel draus. Ja, guck mal hier runter. Ist doch gut. Ist doch gut. Das ist so schön. Ganz schön pilzig hier. Prost. Oh.
Ja, nicht schlecht. Also das hier lohnt sich. Ich komme da gar nicht durch. Ach so, weil du da bist. Ach du, geh rum. Na los, schaff das. Nice. So, okay, leere, lochrostige Fässer. Kommt denn hier raus aus so einem Fass? Nur Holz oder kommt da auch noch was anderes raus? Aus den Holzfässern Holz. Hm. Das kam vorher auch schon Holz raus. Die hier waren irgendwie nichts wert. Okay. Hier oben ist alles voll mit Pilzen. Heftig. Prost. Also, unser Pilzvorrat ist auf jeden Fall für die erste Zeit gesichert. Leider können wir mit nur Pilzen nichts machen. So, sehr gut. Ach, und hier ist dann der Loot. Okay, cool. Da stellen wir mal lieber noch was drunter, ne? Und wieder so ein Medizinmagazin. Tagebuch des Jägers. Verursache 10% mehr Schaden an Kojoten. Na toll. Und noch ein Verband. Ist hier oben noch was? Ne, hier oben ist nichts. Jetzt weiß ich gar nicht genau, wo geht's denn dann weiter jetzt? Na, wieder zurück. Okay. Ich habe übrigens hier einen für dich. Ja. Okay. Geh die Leiter runter. Aber waren wir hier schon? Ich bin runtergesprungen, habe die Tasche gelootet. Hä? Ach, da unten war eine Tasche oder was? Mhm. Oh, wo ist denn die Zombie-Tante jetzt von gerade? Wie kommt man denn dahin, wo die jetzt ist? Oder ist die hier? Ist das hier? Ah, hier ist das. Das ist ein bisschen verwirrend gebaut, das Ding hier, ne? Naja, du rennst so ein Schneckendings hoch. Ne? Gedreht. So. Und links. Da ist er schon. Achso, keine Pfeile. Steinpfeil. Jo. Sehr schön. Nächste. Der Arm fehlt schon. Oh. Okay, der Arm ist ab und der Typ direkt auseinandergefallen und tot. Ja, das kommt vor. Ah ja, den habe ich auch gesehen. Tot. Na dann. Na dann. Yoshi! Moment. Achso, der ist zu weit weg. Scheiße. Ja, ja. Der ist ausgelöst. Alles gut, dann lassen wir es so.
War hier nicht jemand ums Eck? Ja, eben ja, aber jetzt halt nicht, ne? So, ist alles resettet oder nicht? Ja. Ach so, aber halt so resettet, okay. Ja, wenn man resettet, müssen die Zombies nicht unbedingt da sein, wo sie vorher auch waren, ne? Ja. Die stehen manchmal ein bisschen anders. Für die Quest. Lieber Schwan, ey, schon 110 Pilze, ey. Warte, wir kriegen von außen noch Besuch. Okay. Down. Hier ist doch eben irgendwo schon Tal runtergepoltert. Oh. Die fallen da einfach von der Decke, ey. Weiß ich, da kommt noch Tante Lise. Mhm. Noch Kampfmusik, aber. Echt? Ich nicht. Mhm. Ich hab noch Kampfmusik. Kann aber auch sein, dass irgendwas von draußen ist. Das ist möglich, ist ja. Weg. Na, dann ist er gut. Mehr wollen wir ja nicht. Also ich habe schon 250 Nitrat. Richtig gut. Ja, da kann ich Felder bauen. Ja, ich baue schon nebenbei immer. Gerade fehlt mir halt verrottetes Fleisch, sonst würde ich nebenbei schon welche vorproduzieren. Oh, Arm dran, Arm ab. Was ist er denn? Ich habe ihn doch gerade gehört. Hm? Ist er draußen? Ja, ja, ich denke auch, da kommt von draußen gleich einer. Hm. Den tue ich aber keinen. Er schlägt auf jeden Fall auf irgendwas ein. Ja, dann soll er mal machen. Wie der spielt. Ja, der ist doch ganz nah. Oh, der bringt einen Huhn mit. Geil. Ne? Ja. Okay. Huhn. Oh, oh. Er bringt einen Huhn mit. Der wollte echt zum Huhn. Der ist wieder schnack. Wirklich auf dem direkten Weg zum Huhn wollte das wieder essen. Heißt okay. Das, wir können jetzt. Die bleiben dann liegen. Wenn wir Minenfeld um das Haus legen, wir müssen natürlich Hühner haben, und die da drin rumlaufen, würden die doch theoretisch die Zombies ablenken, weil er hat mich gerade ignoriert und ist einfach straight auf das Huhn zu. Ja, das Huhn würde aber auch die Mine auslösen, ne? Ja, aber wenn das Huhn dann da liegt, würde das bedeuten, dass die uns erstmal ignorieren. Ach so, du willst ein totes Huhn als Köder dahinlegen, meinst du? Ja. Ja, aber das despawnt doch. Ja, aber in der Blutnacht oder Feralnacht wäre das eigentlich. Ist die Spawn trotzdem relativ fix. Meinst du? Ja, und wie willst du das Huhn da hinkriegen und töten? Du müsstest es ja leben. Ja, ich sag mal, man müsste Hühner haben, die da rumlaufen können. Ja. So eine Magic-Kiste wie in dem einen Haus, wo immer ein Huhn rauskommt. In dem Käfig. So, sehr gut. Dann nehmen wir hier noch die Pilze mit. Das ist echt gut. Hast du was zum Heilen? Ich heile mich selber hoch. Aber extrem langsam. Okay. Ja, ich habe Verbände da. Ich habe auch Verbände da. Okay. Dann machen wir mal halt einen Verband drauf. Mach mal. Klebt ja mal ein Pflasterchen drauf. Mhm. Ja. So. Ist noch irgendwo was übersehen? Ach ja, da.
So, ich glaube, das war's, oder? Nur noch der Loot hier, ne? Ja. Eisenpfeile. Okay, das ist cool. Bowhunters. Aha, verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Bögen. Ja. Willst du es lesen oder soll ich es lesen? Lies du mal das Ding. Immer noch kein Forge-Buch. Nee. Aber zwei Heidelbeeren. Super. Ja, immerhin, ne? Ja. So. Oh Gott. Gut. Dann. Guck mal, dass wir hier wieder rauskommen, wa? Aus dem Schuppen. Überladen? Ja, 10. 10? Okay. Willst du mir was geben? Ja. Also ich hätte auf jeden Fall was stacked. Steine, verrottetes Fleisch, Lehm, Knochen, Plastik, Pflastersteine, Sand. Hast du auch Zement? Nee. Aber gib mir trotzdem Messing, Scrap Eisen, Nägel, Fleisch. Ja, ich hätte hier noch ein paar gefütterte Stiefel, falls du die anziehen willst. So, gib mal her. Ich habe zwar welche an. Oh, die sind besser. Alles klar, danke. Ich bin jetzt noch 5 überladen. Gar keins. So, noch? Okay. Oder, also bei mir geht's, ich bin jetzt noch 2 überladen. Gar keins. Ja, ist mir klar, du schleppst halt nie was mit. Doch. Machst ja nichts. Ich mache auch nichts, genau. Ich loote auch die ganze Zeit, baue was ab und hab aber eventuell was in Tyrannosaurus eingepackt. Aha. Ja. Und dann Stärke. Aber es gibt doch gar keinen Tyrannosaurus mehr. Packesel. Mhm. Achso, da habe ich nichts reingemacht bisher. So, ich habe es geskillt, dass ich in Mülleimern und Containern eventuell Essen finde. Welcher Skill ist denn das? Bei Essen. Bei Chefkoch. Der zweite. Ach so, ja, den kann ich noch nicht skillen. Ich habe noch eine Stärke Level 4, habe ich noch nicht. Habe ich jetzt geskillt und ich habe Stärke Level 4 und habe das geskillt und dann gucken wir mal. Ich mach mal einen nochmal in den Prügelpeter rein, dass da ein bisschen weniger Ausdauer für drauf geht. Ja. So, gut. Dann können wir ja zurück zur Händlerin. Ja. Habe ich eigentlich noch was zum Mampfen? Nö, nur 2 Heidelbeeren. Nee. Oder Pilze. Oder Pilze. Was geben denn die Pilze eigentlich? Nahrung 2. Ja. Ja, die geben nicht viel. Also auf nach Hause. Yes. Ich sammel dann hier kann ich weiter kochen. Dann kannst du dir wieder den Bauch vollschlagen. Ja, ja. Irgendwie sowas werde ich auf jeden Fall tun. Ja. Da rennt ein Zombie rum. Nice. Down. So, naja gut, so langsam wird es ja. Aber die ersten 5 Tage, die waren jetzt echt relativ... Nackig. Knackig, ne? Dafür, dass wir relativ einfach spielen und so, ne? Ja, war wirklich jetzt nicht so einfach. Das stimmt, ja. Ich glaube, wir haben echt Pech gerade mit dem Loot. Dass wir zwar, auch Küchen gelootet haben, schon gezielt gelootet haben, aber irgendwie Pech gehabt haben. Da ist ein Reh, Nordost. Siehst du's? Ach, du bist weiter weg. Ja, ich sehe es. Yes. Schön.
Willst du es zerlegen oder ich? Mach du, du hast halt Messer. Ja, stimmt ja. Haha. So. Huch, wer kommt denn da? Hörnchen. Ein Pfeil und ein Kopfschlag. Gute Mischung. Klopp. Sittklopp, genau. Sittklopp. Das ist nur eine Krabbelgruppe. Ich wollte gerade sagen, ich sehe nichts, das kann nur ein Krabbler sein. Ja, ja. Der hat sich da irgendwo im Gras verirrt. Der kämpft noch. Ein Huhn. Das sehe ich nicht, das Huhn. Wo ist denn das? Da. Ja, da ist toll. Beim Händler. Quest hat ja nur irgendwie 85.000 Quadratkilometer. Wo ist das Huhn? Da. Sorry, ja. Ich habe das halt schon gesehen. Oh, da ist noch eins. Der Hammer. Der Hammer. Ich bin hier leicht impressed gerade. The Sandvik Residence. Also wenn du mal eine Quest bekommst, die Sandvik Residence heißt, dann brauchst du die nicht annehmen. Nee. So, ein Kartoffelsamen. Ich kann keine Kartoffelseeds herstellen. Ist nicht so schlimm. Wir haben ja noch ein paar. Ich pflanze dir stattdessen einen Kürbis an. Ja. Okay. Ich hab ja sonst nichts anderes da. Die Kiste oben ist voll. Ich baue eh noch nebenbei. Ich pflanze gleich was ein. Alles gut. Das mache ich auf jeden Fall noch. So, so. Hier hoch. Was haben wir hier? Maschinengewehrteile. Die werden wir wahrscheinlich in dem Let's Play hier auch nicht brauchen. Wasserreinigungsmod. Ermöglicht den sicheren Konsum von trübem Wasser. Ja, die könnte man sich natürlich jetzt reinmachen, ne? Ich glaube, die baue ich mir mal rein. So, damit kann ich auf jeden Fall zumindest schon mal überall Wasser saufen. Ja. Das ist schon mal ein kleines Problem weniger. Im Feuer ist Essen und Trinken für dich. Ja, okay. Geh mal anpflanzen. Jo. Dann haben wir hier noch Knochen übrig. Sehr gut, sehr gut. So, das geht nicht, weil... Das. Haben wir denn hier Wasser in der Nähe direkt? Ah ja, klar, da vorne in dem Graben. Ja. Geh ich das doch direkt mal ausprobieren. Leckerstes Gebräu. Wo ist der Graben? Hier links. Ach, da ist er, genau da, Richtung Händlerin an der Straße. Genau. Jetzt fehlt mir... Lehmboden, okay. Zum Trinken E drücken. Lecker. Ja, klar. Okay, da hättest du schon mal ein Problem weniger. Weil du könntest überall irgendwo hinlaufen und mal eben schnell was trinken. Ja. Ich trinke das Wasser hier. Da liegt zwar noch eine Leiche vorne, 2 Meter weiter, aber ist nicht schlimm. Das schmeckt trotzdem. Schmeckt ein bisschen nach Käsefuß. Ah ja. Alles klar. Ja. Ja, die Wasserleiche hat halt Käsefüße. Kann ich nichts für. Ja.
Die Wasserleiche hat auch sonst keine anderen Ausdünstungen oder Aufblähungen. Die hat einfach nur Käsefuß. Ja, okay. Mhm. Ist klar. Ja, ja. Mhm. So. Genau. Sehr gut, wunderbar. Na, es wird doch langsam. Also ich bin jetzt auf jeden Fall voll gesoffen und auch fast voll gefuttert. Ich bin sogar mal voll geheilt. Ich habe nichts gebrochen. Ich habe keinen Kopfschmerzen. Perfekt. Es wird immer besser. Gut. Selten. Ja. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Hier Mission Apokalypse. Und schauen wir mal, was uns erwartet, ne? Hier in Seven Days to Die. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Und schaut mal bei Jule auf dem Kanal rein. Ist unten verlinkt. In der Videobeschreibung ganz unten irgendwo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Macht's gut. Bis denn. Tschüss. Ciao, ciao.